Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadtupdate hier aus dem Herzen meiner 1920er Jahre Lego-Stadt. In der heutigen Folge werde ich an dem Hochbahn-Durchfahrtshaus weiterarbeiten und damit fange ich jetzt direkt an. Das ist der Fortschritt für heute. Und ja, bevor wir uns das Äußere anschauen, schauen wir uns mal diese sehr, sehr kleinen Räume an. Hier ist also gerade mal genug Platz, dass ich hier irgendwie eine Leiter oder ähnliches für die nächste Etage noch reinsetzen kann. Und hier ist natürlich noch weniger Platz drin. Da überlege ich schon, ob ich nicht Teile der Seitenwand wieder rausnehme, um dann, wenn ich hier in die Lücke das Gebäude baue, was ich da im Kopf habe, in der Planung habe, und dann da die Wohnungen oben etwas breiter zu haben, indem man da einfach noch ein zusätzliches kleines Zimmer bzw. diese Kammer hat, dass man da also eine Art Verbindung schafft oder zumindest einen Durchbruch in der Wand. Aber das sind Interieurfragen, die sind jetzt nicht so wichtig. Schauen wir uns doch lieber mal die Fassade an, was sich da äußerlich getan hat. Und da können wir sehen, dass die nun vollständig ist mit allerlei verschiedenen Fliesen. Und wir können auch hier schon den Bogen sehen, der dann hier sich über die Hochbahngleise spannt. Also auch das schon sehr, sehr fortgeschritten. Das Ganze nimmt Formen an. Und apropos Formen, die Hochbahn formt sich hier ganz, ganz knapp um das Haus herum. Aber es passt alles gerade so, ohne dass die Wagen da anstoßen. Also eine sehr, sehr knappe Geschichte mal wieder hier bei mir in der Stadt, aber es klappt und das ist die Hauptsache, dann bin ich schon zufrieden. Wie ihr sehen könnt, die Schubladenetage, die fehlt noch, die kommt in einem zukünftigen Video zu diesem Gebäude. Aber erstmal war es mir wichtig, dass ich hier oben und auch an der Fassade, dass ich bei den sichtbaren Teilen dieses Gebäudes weitermache und das ist mir in dieser Folge gelungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bis dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.